Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret. Wir sind heute in Wilmersdorf am Viktoria-Luise-Platz. Seit über 100 Jahren ist hier das Berufsausbildungszentrum Lette-Verein beheimatet. Unter der Leitung der Direktorin Anna Schepeler-Lette wurde dieser Verein im 19. Jahrhundert zum Vorbild für berufliche Ausbildung für Frauen. Kurz nach dem Tod von Anna Schepeler-Lette wurde eine Büste für sie angefertigt. Die lag dann jahrelang irgendwo in einem Keller, wurde entdeckt und restauriert. Wir sind heute bei der feierlichen Enthüllung dieser Büste dabei. Anna kommt zurück. Das ist der Tag, auf den ich jetzt viele, viele Monate gewartet habe und mit mir zusammen einige andere Menschen hier im Hause. Und ich freue mich, dass es jetzt hier so voll ist, dass die Luft wahrscheinlich im Laufe der nächsten halben Stunde noch schlechter wird. Aber das ist auch gut so, denn es ist eine wichtige Veranstaltung. Anna Schepeler-Lette, die Gründerin des Lette-Vereins oder die erste Leiterin des Lette-Vereins, war eine Weile weg. Wir haben sie sehr vermisst. Ich war gestern dabei, als sie zurückgebracht worden ist. Ich war sehr aufgeregt. Ich gebe es zu, ich bin es immer noch, weil ich sehr stolz bin auf das, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Und warum das so ist, das werden wir in den nächsten 30 Minuten hier auf dieser Bühne klären. Bevor wir das in einer kleinen Runde besprechen, möchte ich mich auf jeden Fall erstmal bedanken, dass der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, da ist. Schön, dass Sie da sind. Und Sie wissen, es gab die Leiterin des Lette-Vereins, das wurde dann später zu einer Direktorin umgewandelt. Und die möchte sich jetzt auch begrüßen. Ich bitte Petra Mardida auf die Bühne. Heute vor 48 Jahren, am 27. Februar 1866, es war ein Dienstag, wurde von 300 preußischen Herren ein Frauenverein gegründet. Der Verein zur Förderung der Erwerbstätigkeit des weiblichen Geschlechts. Initiator und Präsident war Wilhelm Adolf Lette. Seine älteste Tochter, geboren 1829 und auch aufgewachsen, genau wie er in Ostbrandenburg in der Neumark Soldin, das ist heute in Nordwestpolen und nennt sich Myślibórz, dort aufgewachsen, kam Anna Schepeler-Lette im 19. Jahrhundert zu einer gut bürgerlichen Erziehung, so wie das üblich war. Man hat allerdings niemals daran gedacht, eine junge Frau im 19. Jahrhundert auf eine Selbstständigkeit vorzubereiten. Und selbstständig musste Anna Schepeler-Lette sein. 1848 ist die Familie von Wilhelm Adolf Lette nach Frankfurt am Main übergesiedelt, weil er nämlich Abgeordneter in der Paulskirche wurde. 1848 lernte sie dort in Frankfurt am Main den Großkaufmann Schepeler kennen und heiratete ihn dann knapp 20-jährig 1849. Sie gebar ihm drei Kinder, alle starben leider, und dann pflegte sie ihren bettlägerigen Ehemann über 12 Jahre. Sie war 37 Jahre alt, als sie Witwe war, kinderlos war. Ja, und ihr Vater sagte, komm nach Berlin. Ich habe da nämlich eine Aufgabe für dich. Ich habe dort einen Verein gegründet zur Förderung der Erwerbsfähigkeit von Frauen. Anna Schepeler übernahm sofort wichtige Funktionen in dem Verein, engagierte sich dort immer mehr. Der Verein ermöglichte in den ersten Jahren Frauen, die kein Einkommen hatten, ihre Handarbeiten zu verkaufen. Das konnten sie bis dahin nämlich nicht öffentlich tun. Das galt als unschicklich. Man konnte Dinge anfertigen, man konnte sie auch unter der Hand im Bekanntenkreis weitergeben, auch sicher verkaufen, denn es waren ja Frauen, die ein Einkommen brauchten. Aber öffentlich durfte man das nicht tun. Eins der Gründungsmitglieder des Vereins
Der Karl Weiß, ein Seidenfabrikant und Schulmeister, hatte die Idee, einen Basar zu gründen, und zwar in der Leipziger Straße 93, also gar nicht weit von hier. Und dort konnten Frauen dann ihre Handarbeiten verkaufen, in aller Öffentlichkeit. Es wurde noch ein Damenrestaurant angeschlossen, sodass die Frauen ohne männliche Begleitung in der Öffentlichkeit essen und trinken durften. Das waren regelrecht revolutionäre Veränderungen. Und die brauchten natürlich jemanden, eine, die die Hand darüber hielt und das überhaupt zuließ, dass solche Veränderungen hier in Berlin stattfinden konnten, in Preußen im 19. Jahrhundert. Ja, die Kronprinzessin Victoria war die, die das Protektorat über den Verein, insbesondere über den auch nach ihr dann benannten Victoria Basar, hielt. Sie war die, die dafür bürgte, dass das sozusagen gesellschaftlich akzeptiert war, was hier zum ersten Mal in Preußen möglich war. Nach dem Tod ihres Vaters 1868 setzte sich Anna Schepele zunehmend als Frau in dem bis dahin ziemlich reinen Männerverein durch. Sie wurde 1872 zur Vorsitzenden des Vereins gewählt und begann sofort, ihre Vorstellungen von der Schaffung von Erwerbsmöglichkeiten von Frauen, vor allem in technischen Berufen, durchzusetzen. Unter ihrer Leitung wurde dann der Verein in Lette-Verein umbenannt. Sie selbst ergänzte ihren Namen Anna Schepele um Lette. Sie nannte sich Anna Schepele Lette. Sie setzte den Kauf des ersten eigenen Hauses des Lette-Vereins durch. In der Königgrätzer Straße 90, das ist heute in der Stresemannstraße. Als Vorstandsvorsitzende des Lette-Vereins übernahm sie persönlich die Haftung für den dafür nötigen Kredit. Sie veranlasste die Gründung der Schulen, die dann vom Lette-Verein getragen wurden. 1872 die Handels- und Gewerbeschule, 1873 die Telegraphistinnenausbildung, 1875 die Setzerinnenschule und die Lehrerinnenausbildung, 1886 die Haushaltungsschule, 1890 die fotografische Lehranstalt, 1895 die Ausbildung von Röntgenschwestern. Sie setzte sich gegen die Vorstellung der Männer durch, die die Erwerbsmöglichkeit der Frauen auf den Bereich der Hauswirtschaft beschränkt sehen wollten. Karl Weiß, der Betreiber des Victoria Basars bis 1872, schrieb in seinen Memoiren: Frau Schepele hatte bei großen Vorzügen nur drei ganz kleine Fehler. Sie war von einer namenlosen Eitelkeit, einer unbegrenzten Herrschsucht und voll glühenden Ehrgeizes. Ich nahm die Schwächen nicht so ernst, sondern lächelte innerlich, wenn sie sich vor mir in Positur setzte. Wir haben trotzdem große und gute Sachen miteinander fertiggebracht und ich würde mich nicht ohne Not von ihr getrennt haben. Ja, Anna Schepele Lette. Sie starb, wie sie 30 Jahre hier im Lette-Verein gearbeitet hat. Am 17. September 1897. Die Schülerinnen der Gewerbeschule waren zur Prüfung erschienen. Ein plötzlicher Herzinfall beendete ihr Leben mitten in einer Prüfung, hier in diesem Haus. Anna kommt zurück. Liebe Zuschauer, der Lette-Verein feiert die Enthüllung der Büste seiner ersten Direktorin, Anna Schepele Lette. Gleich geht's weiter, also bleiben Sie bei uns.